Blutende Finger, Schneestürme, eisige Kälte und 1000 Meter senkrechter Fels. Man hat ihm wenig bis keine Chance gegeben und trotzdem hat er es geschafft. Im dritten Anlauf hat David Lama den Berg Cerro Torre frei durchklettert. Heute ist er bei mir im Studio und erzählt mir und euch zu Hause über den Kampf am Cerro Torre. Willkommen in der Joyzone, David Lama. Danke. Danke, schön bist du bei mir. Blutende Finger, ich habe es gesagt, David, eisige Kälte und lange Wetterwartezeiten. Was war so das Schlimmste oder Übelste in Patagonien? Ja, sicher das Warten irgendwo. Einfach wirklich da unten, das Projekt hat ja fast 5 Jahre gedauert. Mhm. Und wirklich so lange darauf zu warten, bis dann schlussendlich einmal die Bedingungen alles zulassen, bis man selber fit genug ist, bis man die alpine Basis auch hat, die was ja notwendig ist, um da dann schlussendlich raufzusteigen. Mhm. Das sieht man ja dann auch im Film sehr schön, wenn es dann richtig losgeht. Wie war das Gefühl mit dir und deinem Kletterpartner Peter, als ihr dann losgehen konntet? Was warst du da so? Kribbelig oder was war in dir drin? Es war sicher ein bisschen so kribbelig, es war aber noch viel mehr so eine Sicherheit da, okay, jetzt ist unsere Chance, die Chance gilt es wirklich zu nutzen. Mhm. Also wir sind da reingestartet und haben eigentlich nicht mehr gesagt, okay, wir probieren es jetzt, sondern okay, das wird jetzt durchgezogen. Ja, und jetzt gilt es ernst. Genau. Genau. Bei uns gilt es ernst, ihr habt es gemerkt, auf Hochdeutsch. Und zwar hat das einen Grund, warum dass wir heute nicht auf Dialekt moderieren. Und zwar, wir streamen heute oder wir senden heute die Sendung nach Deutschland und Österreich. An dieser Stelle auch ein herzliches Grüezi an Deutschland und Österreich. Und von Deutschland und Österreich und der Schweiz machen wir jetzt einen kleinen Sprung. Und zwar nach Argentinien, genauer gesagt nach Patagonien. Und dort steht nämlich der mächtige Cerro Torre. Und David hat uns Bilder mitgebracht von seinem Film und die schauen wir uns jetzt an. Kann ich, so wie ich im Wettkampf kletter, einfach auch am Cerro Torre klettern. It's a challenging place to climb. Wir haben keine Chance, auf den Gipfel aufzukommen. All the forces of nature are present and evident and working against you. Für mich war klar, dass ich irgendwo über meine Grenzen aussteigen muss. Das war der Punkt, wo bei mir aus einem Sportkletterer Alpinist geworden ist. You better know yourself, or you're gonna die.